Ja, blöd gelaufen. Nur gut, dass wir in dem Spiel eh nur Geld durch das Besiegen von Monstern und so und von Missionen erhalten und nicht durch das Soldat Bank Dings. So langsam sollten wir aber auch mal zum Abschluss kommen. Abschluss. Okay, das war jetzt unlustig. So, Hojo ansprechen. Das war's jetzt, glaube ich. Jetzt haben wir alles untersucht. Du scheinst mir nicht gerade beschäftigt zu sein. Ich war gerade ziemlich beschäftigt, mein Freund. Na, das würde ich so aber nicht sagen. Hast du nicht behauptet, es könnte sich ungewollter Besuch einstellen? Bist du bereit, meinen brillanten Geist mit deinen mit deinem Leben zu verteidigen? Bin ich bereit? Natürlich. Natürlich bin ich bereit. Kommt und holt's euch, sage ich. Ich werde unter Beweis stellen, was ein Rang 1 Soldat der neuen Generation so alles auf dem Kasten hat. Hört sich an wie so ein eine Rasierer-Werbung. Der neue Gillette Fusion. Keine Ahnung. Haha, wie ermutigend. Ein Versagen gegen fehlgeschlagene Kreationen eines zweitklassigen Wissenschaftlers würde ich auch nicht dulden. Nanu. Was wohl jetzt kommt? Ich hab Durst. Und ich hab Hunger. Mama, wo ist das Essen? Well, look who's here. Hollander sent you, correct? You think that if you obey Hollander, he'll stop your body from degrading. Is that it? Pitiful. Just pitiful, I say. Genesis. A second-rate hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis, that's enough. Ah, what do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams, no honor remains. The arrow has left. The bow of the goddess. The entire cast of Hollander's freak show. Shut up, you! Loveless, Act 4. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research. But pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing. And yet to be discovered. There are various theories. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it? For us, at least. Hey! Hold it, Genesis! Der lacht sich einen ab. War zu erwarten. So ein dummer Penner. Naja. My soul corrupted by vengeance. Na, jetzt kommt er wieder. Mit seinem Essbau oder was? Hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation. Ja, war klar. And your eternal slumber. He's summoning again. Zack, I leave this to you. Ja klar, hilf mir nicht mal. Natürlich schaffe ich das, aber ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Aerith? Listen, can I call you back later? I have some company. So sieht's aus, Zack. So sieht's aus. Ein emotionaler Schub hat die DBW verstärkt.
wie eh und je. Und jetzt geht's dem letzten erstmal an den Kragen. Das ist, glaube ich, der Zorn-Bahamut. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, der Zorn-Bahamut. Mal sehen, was wir von dem stehlen können. High Potion. Okay, er versucht uns wegzustoßen, aber das macht keinen Schaden, solange wir blocken. Das ist sehr gut. Okay, wir machen dem auch irgendwie gar keinen Schaden. Das ist nicht so gut. Okay, der macht doch ein bisschen mehr Schaden, als ich erwartet habe. So, blocken ist immer sehr, sehr gut. Eisklinge. Okay, what the fuck? Okay, das war knapp. Das war sogar sehr knapp. Autsch. Pflastersphäre. Sizzling Limit, das brauche ich jetzt sehr dringend. Und es kommt eine Szene. Wohin ist Holländer nur verschwunden? Sieht aus, als hättest du ihn verloren. Ja, steck etwas in Schwierigkeiten. Hätte ich doch nur Tagbegleitung. Es wäre sinnlos, suchten wir ihn gemeinsam. Wir sollten uns aufteilen. Och, Mensch. Natürlich schaffe ich das jetzt nicht mehr. 2x5 Vita, Stufe 4. Okay, immerhin. Okay. Das macht gar nicht mal so wenig Schaden. Wenigstens lässt er uns Zeit zum Hochheilen. Extra Flair. Oh, jetzt sind wir ziemlich im Arsch. Jetzt kommt die übelste Esper-Attacke. Ja. Hame! Hame! Ha! Boom! Hat er schon fast Dragon Ball Style hier. Autsch. Ja, klar, noch ein paar Explosionen mehr. Oh, tausend. Ach du. Aether. Äther, sagte ich. Noch ein Äther. Noch eine Barriere. Einmal hochheilen. So, oh Gott, das war ganz schön heftig, Leute. So, ein bisschen Soma wäre auch nicht schlecht. So, das hätten wir. Jetzt geht's dir an den Kragen. Hoffentlich kriege ich ein paar Limits, blablabla. Boah, Alter, war das knapp. Sogar wenn wir blocken, macht das ganz schön viel Schaden. So, oh, was macht er? Noch eine Cluster-Sphäre. Die machen 99 Schaden, wenn man blockt. Das ist ein Zehntel von dem, was er normalerweise macht. Das ist so heftig viel. Wäre echt coole Attacken drauf, der Kerl. So ein Arrow-Limit wäre jetzt echt nicht schlecht. Ja, das zerstörte Banora hat uns doch noch geholfen. Heilwellen Stufe 3. Da heilen wir uns wenigstens ein bisschen weiter hoch. Dankeschön. Das haben wir ziemlich heftig gebraucht. Jetzt haben wir auch mehr als das Maximalleben. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind sogar unverwundbar. Ach, wir können sogar ausweichen. Das ist gut. Okay, natürlich geht es jetzt weg. Das war sowas von klar. Ich wüsste nicht, wie man dem Angriff anders ausweichen könnte, als zu blocken. Sonst würde der auch viel zu viel Schaden machen. Noch ein Aerith-Limit. Ich bräuchte mal so ein Sephiroth-Limit oder so ein Esper-Limit. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder eine Schwert-Kombo. Das ist auch in Ordnung. Besser als nichts. Stufe 2, okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir dem gar keinen Schaden machen. Dass das sehr lange dauern wird, der Kampf. Ja, sehr lange wird er dauern.
Magische Resistenz, das ist sehr gut. Mensch, nerv nicht. Oder Viech nervt nicht, je nachdem. Radix haben wir auch erhalten, sehr gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, was die Schwäche von diesem Viech ist. Eisklinge vielleicht. Nee, das macht noch weniger Schaden. Locken wir. Oh man, die Attacke sieht aber auch ganz schön cool aus. Was macht da noch eine Cluster-Sphäre? Keine Chance, Kollege. Ich bin viel zu schnell für dich. Okay. Das war auch sehr, sehr knapp. Oh Mann, ich weiche viel zu früh aus. Das ist gar nicht gut. Langsam ist unser Maximalleben auch verbraucht. Ja, langsam verbraucht es sich wirklich schnell. Noch eine dumme Cluster-Sphäre. Oh Mann, Leute, das zieht sich echt heftig hin. Hoffentlich kriegen wir mal einen Sephiroth Limit Break oder sowas. Das wäre echt sehr nützlich. Ich weiß, wiederhole mich, aber ich kriege niemals Limits, wenn ich so gegen so einen dummen Esper kämpfe. Aber immer, wenn ich es nicht brauche. Zum Beispiel gegen irgendwelche dummen Monster. Oh, wir haben es geschafft. Blitzra erhalten. Sehr schön. Ging ja doch schneller als erwartet. Aber ihn kriegen wir, glaube ich, auch nicht als Esperstein, oder? Boom. So viel dazu. Wo sind sie bloß hin? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Und damit hätten wir dieses Kapitel auch beendet, Leute. Sehr, sehr geil. Also ich freue mich immer wieder, dieses Spiel zu spielen. Das macht sehr viel Spaß. Diese Esper haben wir auch besiegt. Leider haben wir den Esperstein nicht bekommen, aber was soll's. Spurlos verschwunden. Hätten wir damit auch abgeschlossen. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Wieso geht der bloß nicht ran? Wen versuchst du denn da zu erreichen? Sephiroth, kommt mir vor, als hätte ich ihn wochenlang nicht mehr gesprochen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Sephiroth soll sich in das Archiv zurückgezogen haben und kommt einfach nicht mehr raus. Telefone sind da auch nicht erlaubt. Also wirst du ihn wohl nicht viel Glück damit haben. Er steckt im Archiv? Anscheinend geht es ihm darum, mehr über die Vergangenheit der Forschungsabteilung herauszufinden. Oh. Aerith, was gibt's? Ich wollte fragen, wann du ihn wohl für mich baust? Was denn? Oh! Den Blumenwagen. Du hast ihn doch nicht vergessen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin gleich bei dir. Ja, Leute, aber an der Stelle soll es das, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Wir haben den Missionskatalog erweitert. Wir haben eine weitere Esper besiegt. Wir haben zusammen mit Angeal gegen Genesis und gegen seine Lakaien gekämpft. Wir haben ein riesiges Viech ausgeschaltet, das uns gesilenced hat, also gestumm geschaltet hat, auf Mute gestellt hat, was auch immer. Wir haben ein neues Stufenaufstieg erreicht und wir sind Aerith näher gekommen und wir müssen jetzt einen Blumenwagen zusammenbauen. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal bei Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Ich verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein, viel Spaß noch beim Zuschauen und ciao, Leute.